طيب، dann sagt er hier, وأطيعوا أمراءكم. Yani in Dingen, in denen kein Ungehorsam ist. Ansonsten gibt es kein absolutes Gehorsam gegen Führern oder Menschen mit übergeordneten Positionen, wenn sie zum Ungehorsam aufruft. Es gab einen Vorfall, da wollte jemand Abu Hanifa in die Ecke drängen oder ihn in eine gefährliche Situation bringen. Es war nämlich, der Prophet sallallahu sagte, wenn ich mich nicht irre, in dem Wortlaut des Hadith, er sagte, Al-Bala'u muwakkalun bil mantiq. Al-Bala'u muwakkalun bil mantiq. Was heißt das? Das Unheil geht aus von der Sprache, von deinen Worten. Das, was du sagst, Worte, die du sprichst, sind sozusagen der Auslöser, können Auslöser allen Unheils sein. Und man, yani in der Vergangenheit bei den Khulafa und den Königen und so weiter, war es wirklich manchmal ein einziges Wort, was man falsch sagt, und der Henker stand schon nebendran. Ja. Jemand wollte Abu Hanifa, ich habe gestern in einem Unterricht erwähnt, dass Al-Imam Shafi'i wurde, als er im Jemen war, wurde ihm der Tashayyu vorgeworfen, Schiismus, dass er schiitische Tendenzen hätte, weshalb er dann vom Jemen in den Irak einberufen wurde und vor den Khalifa Al-Rashid gebracht wurde, und das war eine heikle und gefährliche Situation für ihn. Da Al-Rashid bekannt war dafür, dass er war gnadenlos, was die Mubtadi'a und so anging, oder die Zanadiqa. Und es kam manchmal so vor, dass man aufgrund von Neid und so weiter versucht hat, andere, die bestimmte Positionen oder Stellungen oder Beliebtheit haben, sie irgendwie in Verruf zu bringen. Und Ähnliches geschah auch mit Abu Hanifa. Also ich erwähne es hier wegen diesem Fall mit dem Gehorchen. Da wurde Abu Hanifa eingeladen, und eine Person, die ihn sozusagen in die Enge drängen wollte, sie sagte, was in der Anwesenheit des Khalifa, was sagst du, wenn der Khalifa befiehlt, jemanden zu töten? Muss man ihm gehorchen oder nicht? Und man kann sich vorstellen, wenn er sagen würde, ja, wenn er zu Unrecht befiehlt, dann muss man ihm nicht gehorchen. Und das könnte die Person erzürnen. Und dann sagte er ungefähr, in kana ya'muru bil haqqi fa tajibu ta'atuhu, oder so ungefähr. Wenn er befiehlt ja nur Rechtes an. Also wir gehen davon aus, dass er nur Rechtes anbefiehlt. Und dann muss man ihm gehorchen. Diese Aussage impliziert ja in einer indirekten Art und Weise auch, dass wenn er nicht Rechtes angebietet, dann wird ihm nicht gehorcht. Auf diese Art und Weise hat er sich von dieser Situation gerettet, aber ich weiß nicht, ob das genau seine Worte waren oder so ähnlich irgendwie. Jedenfalls, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kein Gehorsam gegenüber einem Geschöpf im Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer. Und das gilt für jede Person, der wir grundsätzlich irgendeine Form des Gehorsams schulden. Tamam? Wie das Gehorsam gegenüber den Eltern. Auch das ist begrenzt und beschränkt.